Hallo, zurück zu Einfach Wissen. Gerade ist eine sehr traurige Meldung reingekommen. Und zwar ist die Fußballlegende Uwe Seeler nach aktuellen Informationen im Alter von 85 Jahren gestorben. Ja, Uwe Seeler ist, glaube ich, das kann man so sagen, mit der größte HSV-Spieler aller Zeiten, aber auch eine Fußballlegende, ja, von ganz Deutschland. Ja, er wurde mit dem HSV, deswegen ist er da natürlich auch so eine Legende, 1960 deutscher Meister und 1963 Pokalsieger. Ja, zudem ist er auch seit 2003 Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Ja, es hat ja zuletzt auch mehrere Meldungen gegeben über Unfälle. Uwe Seeler ist wohl immer wieder auch gestürzt und ja, konnte sich danach anscheinend nicht mehr wieder richtig erholen. Ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz traurige Nachricht für Fußball Deutschland, aber auch für die Fußballwelt. Dann uns Uwe, wie er so gern genannt worden ist, hinterlässt einfach, ja, glaube ich, eine Riesenlücke in ganz Fußball Deutschland. Nach ersten Informationen ist er aber auch recht friedlich im engsten Kreise der Familie dann zu Hause eingeschlafen. Ja, das heißt, die Familie konnte da bei der ganzen Sache dann ihn begleiten, und ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen versöhnlich, aber trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schock, dass diese Meldung jetzt heute reingekommen ist. Ja, schreibt ihr vielleicht mal eure Lieblingserinnerungen aus den letzten Jahren oder vielleicht auch aus der Vergangenheit. Der ein oder andere hat vielleicht auch Dinge miterlebt mit dem HSV oder mit Deutschland, wo Uwe Seeler das Leben von uns allen so ein bisschen begleiten konnte. Dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal und ciao.